Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt's heute mal ein wenig anderes Video. Es geht nämlich heute um zwei Breadcrumb Quests. Was sind das und warum gucken wir uns die an? Ich bin gerade dabei, alle Quests mit meinem Main-Charakter fertig zu kriegen, beziehungsweise dann auch accountweit die Quests fertig zu bekommen. Und da habe ich gesehen, mir fehlen noch ein paar Breadcrumb Quests. Und was sind das? Breadcrumb Quests sind halt immer Quests, die dich von einem ins andere Lager schicken. Wenn du aber in dem zweiten Lager vorher schon warst, gibt es diese Quests nicht mehr. Also du kannst sie nicht mehr machen. Deswegen bin ich jetzt hier auf einem Twink unterwegs. Und ich will euch mal zeigen, wie wir jetzt zwei bestimmte Breadcrumb Quests erhalten können. Eines schimpft sich hier Härten der Häute. Das ist das erste. Und das zweite war kleine Fehler ausbügeln. Das sind die beiden Breadcrumb Quests, die wir uns heute angucken wollen. Das sind beides Lederer Breadcrumb Quest hier in Dalaran, im Legion Dalaran. Sprich, ihr müsst Lederer haben und im Legion Dalaran sein. Wenn ihr so auf dem Punkt seid, wie ich das war mit Main, ich habe die komplette Lederer Questreihe durchgemacht und habe auch am Ende die Endquest mit dem Mount abgeschlossen, hatte diese beiden Quests offen. Jetzt habe ich hier versucht, mit dem Twink die zu bekommen und das ist echt ziemlich tricky und, muss ich ehrlich sagen, von Blizzard Kacke gemacht, deswegen mache ich jetzt hier das Video. Gut, das ist soweit zum Prolog. Was müssen wir jetzt machen? Ihr schnappt euch einen neuen Lederer-Char und geht hier in das Lederer-Gebäude. Also wir sind hier in Dalaran, Lederer-Gebäude. Und jetzt ist es so, dass ihr die Quests hier erstmal... Warum steht denn der Typ jetzt hier zweimal? Ach nee, heißt anders, die sehen bloß gleich aus. Ich war jetzt gerade kurz confused. Also wir gehen hier rein und nehmen die ganzen Quests an. Und wir müssen einige Quests machen. Ich glaube, das sind so 15 Quests rum, die ihr abschließen müsst. Heißt, ihr müsst erstmal hier in dem Gebäude die Quests machen. Dann müsst ihr mit ein paar Leuten hier in Dalaran sprechen. Das ist auch alles easy. Und dann werdet ihr irgendwann weitergeschickt. Und zwar zu zwei Punkten. Einmal müsst ihr hier nach Sturmheim. Da müsst ihr zwei Quests machen. Und einmal zwei Quests in Valshara. Dann geht ihr zurück. Dann habt ihr wieder ein paar Quests hier in Dalaran. Die macht ihr. Und dann bekommt ihr zwei Quests, wo ihr einmal nach Asuna müsst und einmal in den Hochberg. Und jetzt wird's wichtig. Sowohl im Asuna als auch im Hochberg, wenn ihr die erste Quest abgibt, die euch hinschickt, bekommt ihr zwei weitere Quests. Und hier ist es so, ihr macht die zwei weiteren Quests in Asuna und bekommt dann neue Quests. Diese neuen Quests dürft ihr nicht annehmen. Und selbiges ist im Hochberg auch. Die ersten beiden Quests machen und die nächsten Quests, die euch angeboten werden, nicht annehmen. Dann portet ihr euch zurück oder fliegt zurück hier nach Dalaran und nur dann bekommt ihr quasi eine Quest, hey, du hast doch noch Quests offen, geh doch zurück. Wenn ihr die Quests machen würdet, sowohl in Asuna als auch im Hochberg, gibt es diese quasi Breadcrumb-Quest, die ihr euch hinschickt, nicht mehr. Jeder normale Mensch, würde ich jetzt mal sagen, der diese Questreihe macht, der geht hin, macht die ersten zwei Quests, macht die nächsten zwei Quests, bis halt das da fertig gequestet ist und geht dann zurück. Aber nein, man muss zwischendrin abbrechen, muss halt genau wissen, bei welcher Quest man abbrechen muss, dass man diese Breadcrumb-Quest bekommen kann. Und ja, so kriegt ihr sie. Also das erste, was ich schon gemacht habe, ist quasi kleine Fehler ausbügeln, zwei Quests in Asuna machen, dann nach Dalaran zurück, die Quest annehmen, ihr werdet wieder zurückgeschickt. Und die zweite, die ich jetzt hier habe, ihr seht es, Härten der Häute, ist dasselbe im Hochberg, die ersten beiden Quests machen und dann dementsprechend bekommt ihr diese Quest, einfach wieder hinfliegen und das geht ganz normal von der Questreihe weiter. Mehr ist es nicht. Wie gesagt, das sind nur Breadcrumb-Quests, wenn euch das nicht interessiert, dass ihr das Ganze abschließt, dann ist es irrelevant für euch hier. Aber ich bin ein Sammler, ich versuche das fertig zu bekommen. Ich habe nur noch wenige mit dem Main offen, die ich brauche. Und dementsprechend war das jetzt, ja, dafür ist jetzt doch gut was an Zeit draufgegangen, dass ich rausgefunden habe, genau bei welcher Quest ich quasi zurück muss. Ich habe jetzt immer eine Quest gemacht, bin wieder nach Dalaran zurück, habe wieder eine Quest gemacht, wieder nach Dalaran zurück, um immer zu gucken, wann wird diese Quest getriggert. War ein Riesenaufwand und ich hoffe, dem einen oder anderen, der selbiges vorhat wie ich hier, kann damit was anfangen. Und ja, vielleicht hilft euch die Info für andere Breadcrumb Quests auch. Die sind nämlich meistens ähnlich. Ihr müsst immer ein paar Quests machen und dann gucken, wann die Weiterschick-Quest quasi kommt. Und ihr dürft nicht zu viele Quests machen, sonst ist sie leider nicht mehr erhältlich. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Chilla, bis dann. Ciao.